Um den Schülern Dateien zur Verfügung zu stellen, gibt es auch noch eine andere Herangehensweise. Auch die muss man manchmal machen. Aus unerfindlichen Gründen macht die Drag-and-Drop-Variante manchmal Schwierigkeiten. Egal. Wir sind hier wieder in einem Kurs, und wir möchten ein neues Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen. Die Schritte, die am Anfang stattfinden müssen, sind die gleichen. Ich klicke hier auf Material oder Aktivität anlegen. Scrolle dann nach unten und wähle Arbeitsmaterial Datei aus. Hinzufügen. Das dauert wieder ein bisschen. Und jetzt schreibe ich hier mal rein: Datei zur Verfügung stellen, Möglichkeit 2. Auch hier kann ich wieder in die Beschreibung etwas angeben, kann dann auswählen, ob diese Beschreibung im Kurs angezeigt werden soll. Wenn das mit dem Drag and Drop nicht funktioniert, kann ich hier auswählen, eine Datei hinzufügen und dann kriege ich ein Auswahlfenster. Das ist vielleicht so der Klassiker. Dann kann ich hier bei Datei hochladen, auswählen, Browse. Also ich kann die jetzt auf meinem Rechner suchen. Und dann bin ich hier in meinem Datei-Manager, kann bei Mebis Tutorials auswählen, zum Beispiel, welche Datei ich hochladen mag. Das ist wieder die gleiche Datei, Mebis Material bereitstellen, PDF. Dann sehe ich hier noch eine Vorschau von dem, was Jochen Schubert für uns erarbeitet hat und klicke auf Open. Dann ist diese Datei hier hinterlegt und ich muss bloß noch wählen, Datei hochladen. Das dauert dann ein paar Sekunden, und leistet im Endeffekt genau dasselbe, was ich vorhin per Drag and Drop gemacht habe. Aber aus unerfindlichen Gründen funktioniert Drag and Drop manchmal nicht so richtig. So, da haben wir die Datei. Außerdem gibt es hier noch was zu beachten. Die maximale Dateigröße ist 512 MB. Also bitte aufpassen, wenn die Dateien, die ihr hochladen wollt, größer als 512 MB sind. Dann wird das eine Fehlermeldung. Egal, die Datei ist hochgeladen, die ist jetzt bei Mebis hinterlegt. Ich klicke auf Speichern und zum Kurs an. Und wenn der Kurs aktualisiert wird, dann wird die Datei in gewohnterweise hier zur Verfügung gestellt. Das war's. Also, das ist der zweite Weg, der ist etwas umfangreicher, funktioniert aber sehr sicher.